Ich wollte gerne eigentlich nur zwei kurze Gedanken beitragen. Leider weiß ich nicht, wo ich den ersten aufgeschnappt habe, welcher Philosoph oder Schriftsteller das gesagt hatte. Ich fand es aber sehr passend für die jetzige Situation. Es ist egal, ob sich eine Diktatur, ein Polizeistaat Überwachungstechnologie schafft oder ob erst die Überwachungstechnologie da ist und daraus ein Polizeistaat oder eine Diktatur entsteht. Beides sind Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Es ist eine Dynamik, die einfach aus der Überwachungstechnologie entsteht, dass sich daraus auch ein überwachungstotalitärer Staat entwickeln kann und sehr wahrscheinlich auch entwickeln muss. Und das Zweite ist die Frage, inwiefern unsere Politiker nicht schon total kompromittiert sind dadurch, dass sie seit Jahren abgehört werden. Das heißt, man muss doch eigentlich davon ausgehen, dass die NSA, die USA, die Dienste so viel Informationen über unsere Politiker haben, dass sie komplett alle erpressbar sind. Wir müssten darüber nachdenken, wie man diesen Zustand irgendwie wieder nullen kann. Alle Politiker austauschen und von null anfangen oder wie macht man das? Und vielleicht noch eine dritte Sache, die ich selber erlebt habe. Ich komme aus einer kleinen Firma in München, die Technologie entwickelt, und wir hatten in den 90er Jahren Probleme mit Industriespionage und wir haben uns überlegt, was können wir da machen? Und wir haben, naja, als Münchner gedacht, der BND ist um die Ecke in Pullach, fragen wir den mal. Und dann der BND hat Leute vorbeigeschickt, wie gesagt, das war in den 90er Jahren. Und der BND hat uns erzählt, dass unsere komplette Kommunikation, die über Telefon oder Fax oder E-Mail geht, von den USA abgehört wird. Zu 100%. Das ist uns in den 90er Jahren gesagt worden. Wenn es also jetzt heißt, dass es komplett neu ist, Neuland, und man davon noch nichts gewusst hätte, ist es nicht sehr glaubhaft. Danke.